Willkommen heute zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Seabirds mit Thomas. Genau, Leute, und die Granny ist auch am Start. Die ist schon am Start und möchte uns umbringen. Wir müssen heute mal vor Granny flüchten hier in Roblox. Wenn dir das Ganze gefallen sollte, unbedingt jetzt mal ein Like da lassen. Und Leute, abonnieren auch nicht vergessen, würde uns mega freuen. Und wir können mal ganz kurz C drücken. Wir sehen, wir können uns so ja bücken und wir können mit X wieder aufstehen. Also, ne, man sieht es hier auf jeden Fall. Ja, genau, man kann das, guck mich nochmal an, dann sieht man das auch besonders gut. Oh, das sieht ein bisschen komisch aus, muss ich dazu sagen, aber, naja, es funktioniert auf jeden Fall. So, es heißt jetzt auf jeden Fall flüchten, wir sind hier wohl im Badezimmer, oder? Sieht so aus, ja, ne? Ja, aber hier in der Lüftungsschütze, guck mal, kann ich da durchspringen mit dem Kopf? Kann man schließen. Guck mal, ich bin hier hoch. Hä? Wie das guck denn? Mal. Ich hab hier einen Türcode. Ah, oh mein das Gott. Heißt, vielleicht gibt es hier irgendwelche Sachen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Die man sammeln muss eventuell. Mein Gott, man wurde hier krass erschrocken. Wow, Granny ist direkt vor mir. Okay. Nein. Hä? Ey, Kollege. Wirklich? Ja, Granny hat mich gekillt. Aber ich würde mal sagen, guck mal, oben ist ein Türcode. Ja. Wir haben, du sagtest auch, irgendwo ist ein Schlüssel, ne? Habe ich richtig verstanden? Ich glaube schon, ja. Ja, ich sehe den. Ja, habe ich aufgesammelt, glaube ich, hoffe ich. Ja, genau. Ich bin bei dir. Moment, da. Vielleicht ja, heißt das, dass man irgendwie verschiedene Sachen sammeln muss und dann irgendwas Spezielles machen kann. Wie hast du den Schlüssel aufgehoben? Hier, komm mal runter. Komm mal. Warte, ja. Schnell, hier, hinter dir. Dreh dich um. Hä? Hier, hallo. Ich seh dich nicht. Ja, Freunde. Jetzt. Komm, ja. Folgen wir. Schlüssel. Siehst du? Ja. Jetzt? Jetzt gehen wir weiter runter und jetzt habe ich das hier gerade gesehen. Ich wollte es noch nicht öffnen. Okay, und... Ja! Nein! Ah, da guckt man diese Waffe, genau. Stimmt. Hä, aber wie kann ich... Ich hab aus Versehen wieder zugemacht. Warte mal. Moment. Ich tu mal nochmal meinen Schlüssel. Ich hab meinen Schlüssel aus Versehen weggeworfen. Ja, kann ja mal passieren, ne? Man kennt's. Ja, klar. Ich verstehe so, nicht, wie ich... Wieder? Ich hab meinen Schlüssel. Hä, wo ist mein Schlüssel? Ich verliere den die ganze Zeit. Ah, jetzt hab ich ihn. Ja? Jetzt hab ich diese eine Waffe hier, genau, womit man wahrscheinlich Granny angreifen kann. Wie geht denn das ganz genau? Eins drücken? Eins drücken, Schlüssel weglegen. Und dann die Waffe nehmen. Ah, hä? Ja? Jetzt habe ich sie auch. Genau, das sollte eigentlich funktionieren. Boah, ich sehe auch Granny oben. Ich glaube, ich hol mir die. Man kann jetzt hier crouchen. Moment, ich crouch mal hier durch und wir sind... Wo ist sie? So. Granny. Da. Die hole ich mir jetzt. Ist ein Zettel unten? Nee, doch. Hä, meine Waffe ist weg. Ich kann die doch nicht einfach weggeworfen haben. Hä? Ich glaube, kann das sein, wenn man sich bückt oder so? Kann das möglich sein? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ich hatte die gerade noch. Und ich habe meine auch verloren. Komisch. Und ich wollte gerade zu Granny. Und die streicheln. Ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück und hole mir jetzt wieder die Waffe. So. Ja, mach ich auch. Zack. Oder man hat nur einen Schuss. Ne, hä? Was ist jetzt passiert? Hä? Leute, was ist passiert? Er ist schon wieder weg. Ich bin einfach auf dem Kopf. Echt? Warum bin ich jetzt hier oben? Hier ist eine Tür. Ja, vor allem kann ich rauszoomen. Du kannst nicht rauszoomen aus deiner Perspektive. Doch. Ne? Hä? Aber ich hab nur einen Arm. Hä, du kannst dich aus der Third Person sehen. Ja. Hä, echt? Ja. Mir ging das die ganze Zeit nicht. Bei mir eigentlich auch nicht. Warum geht das jetzt? Weiß ich nicht, das ist echt mysteriös, aber ich zoome mal weiter nach verschiedenen Sachen. Ja. Oh, direkt wieder vor Granny gelandet. Ich bin jetzt hier oben. Hier ist noch ein Schuss. Ah! Wow! Ich kann nicht schießen! Ich konnte nicht schießen. Scheiße, du hast schon eine Waffe und hilfst mir nicht. Aber in der Küche, wo wir gerade waren, da war ein lila Schlüssel. Oh mein Gott, sie verfolgt mich und ich habe keine Waffe mehr. Warum? Hast du den lila Schlüssel gesehen? Nee, habe ich nicht. Schnapp mir den mal. Hier. Purple Door Key. Dann suchen wir mal unsere Purple Door. Also, ich bin jetzt hier irgendwo im Keller, glaube ich. Und was? Diesen Laserstrahlen. Hä? Echt? Ah, ich weiß wo. Ja, ich weiß wo. Hast du die Literatur gefunden? Ja, genau, aber ich habe keinen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Ja, das bringt mir doch nichts. Doch. Oh nein, ich bin gestorben. Nein, ich bin auch gestorben, weil da oben die Decke so niedrig war, wenn man gestorben ist. Ja, genau. Ich dachte, Mann. War ein bisschen getrollt. Hä, aber warte mal, von wo ist... Ich hab das direkt gemerkt. Purple Case. So, dann muss ich da nochmal hin. Hä? Key. Was? Nicht Case. Achso, ja. Ah! Granny! Hä, wo hast du die... Oh, wo hast du den Schlüssel? Hier in der Küche, auf dem Tisch. Okay. On the table. Wie sind wir nochmal da runtergekommen? Ja, das ist eine gute Frage, hör mal, ne?
Ja, das ist aber echt gerade hier eine gute Frage. Hallo steht einfach in der Ecke, okay. Ach, da, ich sehe schon. Wow, okay. Weapon. Ne, echt jetzt? Wie sind wir nochmal hier runtergekommen? Hä? Warum bin ich jetzt wieder durch die Decke geflogen? Ah, Granny verfolgt mich! Guck dich, nein! Ich verstehe nicht, warum ich andauernd durch die Decke glitsche. Ich verstehe nicht, warum Granny mich immer holt. Die ist auf einmal immer da, wo ich bin. Ja, vielleicht vermisst sie dich. Die findet mich sympathisch. Ich wollte gerade sagen. Ah! Alter, schon wieder! Hä, warum fliege ich immer durch die Decke, Leute? So viele Leute. Ich verstehe es nicht. An dieser Decke an der einen Stelle? Ja. Weil das Holz da kaputt ist. Nein! Toll. Ich werde nach oben katapultiert, glaube ich. Ja? Ja. Ach, das klingt nach Schwachsinn, was du da erzählst. Nee, ich werde tatsächlich nach oben. Ja? Keinen Sinn. Ja. Also wirklich nach oben? Ja. Lügst du auch nicht? Nein. Komisch. Warte, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Fenster. Ah, das war das Bad. Ja, hier waren wir schon mal. Jetzt frage ich mich gerade nur, wie... Hier ist auch noch ein grüner Schlüssel. Echt? Ja, ich finde alles. Ich frage mich nur, wie wir da hingekommen sind. Okay, jetzt ist ein brauner Schlüssel. Ja. Ey! Warum sterbe ich denn? Das war doch keine Falle. Also sah nicht so ich aus, bin aber... Hier? Nein. Hä, wo bin ich denn hier? Was kann ich denn hier machen? Geh weg da. Hallo, Freunde. So, hier ist eine grüne... Granny, lass mich doch in Ruhe. Also Granny, hier sobald sie heiß ist, wird sie ganz schön sauer, ne? Auf dich. Ja. Die ist geht dann echt rund. Gut. Die geht auf die jeden Fall rund. Ab. Ja. Ich suche gerade hier noch die anderen Sachen. Weil ich habe jetzt einen braunen Schlüssel noch und halt den lila Schlüssel. Ich hab einen lila Schlüssel, aber ich verstehe nicht... Ja? Ich verstehe... Was verstehst du nicht? Warum habe ich jetzt 20 Mal einen Schlüssel im Inventar? Das verstehe ich nicht. Und warum fliege ich jetzt schon zum 10. Mal durch die Decke? Ich verstehe das auch nicht, Leute. Ja, das ist die Frage, ne? Also, so, jetzt was ich mich jetzt frage... Laserstrahlen. Ich weiß nicht... Guck mal, die Laserstrahlen sind ja so gebrochen am Boden, ne? Ja. Heißt das an den Stellen, wo die nicht durchgängig sind, dass ich da durchlaufen kann? Ja, ja. Aber wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich finde das nicht mehr. Hä, im Keller ist das. Im Keller. Dieser violette Schlüsseleingang da. Ja. Okay. Also ich geh mal runter. Zäher. Was kann ich denn hier machen mit meinem Schlüssel? Weiß ich nicht. Benutzen vielleicht. Ah! Bist gestorben? Ja, ich hab mich aus Versehen wegbewegt, weil ich ein bisschen anders in das Haus rein wollte. Ja, und da ist es schon geschehen. Aber das war's wohl komplett, ne? Ja, genau, da bin ich genau gegen so einen Laser gekommen. Hä, und aber was ich haben weiß ich... ja, wo der lila Schlüssel ist. Oh, toll, Granny ist auch hier. Toll, jetzt erfolgt. Ey, die ist voll schnell! Ja, das meine ich ja. Ah, hier sind die Strahlen. Okay, ich hab's. Und jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Zack, Schlüssel. Die ist mega flott unterwegs. Was ist denn das für ein Sinn? Hä? Und warum fliege ich wieder durch die Decke? Leute, ich fliege 5-mal durch die Decke. Also entweder mache ich irgendwas falsch oder... Und auch immer nicht an der gleichen Stelle. Echt? Hey, du darfst nicht springen. Hä? Nein! Springst du da? Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot, das ist schon klar. Ach so, wo bist du denn? Ja, jetzt bin ich wieder da beim Teddy. Ich werde irgendwann mal zum Teddy gebracht, sobald ich... Was hast du denn in dem Haus erhalten? Ja, noch gar nichts, weil ich einfach wieder weggeportet wurde. So, das ist mysteriös. Ja, es ist nicht nur mysteriös, sondern auch sinnlos. Da ist was dran. Aber was ist denn da drin? Ich kann es nicht erkennen. Ja, da ist ein Schlüssel drin. Ein goldener Schlüssel! Ja, klar. Das weiß ich auch, aber was macht man damit? Das weiß ich nicht. So, einmal hier. Ey, wie kann ich den denn... Warum bin ich schon wieder weg, Leute? Hast du mich gesehen? Ich bin einfach weg. Ja, ich hab ihn. Jawoll. Also, ich weiß nicht... Ach, Leute. Was? Nein, ich steck mit dem Kopf in der Kiste. Ich bin so dumm, Leute. Ja? Ich weiß, warum es passiert ist. Es tut mir leid. Ich werde schon wieder die Kommentare vor Augen sehen. Mann, bist du dumm, Pat? Ist doch kein Wunder. Also, was ich glaube, so lange... Es gibt ein Item, das heißt Teddybär. Und wenn du das Item benutzt, wirst du sofort zum Teddybär teleportiert. Nein. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum werde ich zum Teddybär teleportiert? Aber ich hab gar nicht gecheckt, dass ich dass ich auf den Teddybär draufgehe, also auf das Item. Ja, klar, aber das ist schon echt dämlich. Ja, dankeschön. Bitteschön. Ey, ich habe auch noch einen grauen Schlüssel gefunden. Okay. Also ich bin hier richtig gut dabei. Aber ich habe jetzt langsam Angst, weil ich habe jetzt schon 4 Schlüssel und Granny ist direkt nebenan. Wie kriegst du denn den Schlüssel da raus? Ja, das ist nicht so einfach, ne? Nee.
Also du musst irgendwie so ein bisschen crouchen, dann musst du reinkriechen, mehr oder weniger. Irgendwie kommt man so an den Schuss. Ey, warum bin ich jetzt gestorben? Echt nicht leicht. Ey, hier ist ein Schinken. Ne, hier ja, ist ein Stückchen Fleisch an der Wand. In der grünen Tür. Hast du denn irgendwas herausfinden können, was man jetzt mit dem goldenen Schlüssel macht? Durch eine goldene Tür gehen. Und was passiert dann? Nichts. Echt? Ja. Das war's? Da ist nichts hinter. Ich dachte, da wäre irgendwas Besonderes, aber ich vermute mal, das sind einfach so Abkürzungen, wenn Granny kommt, dass man die halt nutzen kann. Ja, stimmt, aber gut. Also das wird am meisten Sinn machen. Ja. Aber am besten ist ja eigentlich, würde ich sagen, der Schlüssel für die Waffe, die man irgendwie nicht benutzen kann. Das kann man so sagen, ne, würde ich mal behaupten. Naja, Leute, ich würde sagen, ich stelle hier nochmal schön am Ende. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.